So, und bevor wir jetzt so gegen 14 Uhr uns auf den Weg machen und die Stadt erobern, lasse ich euch noch ein bisschen mit jemandem alleine, der, nun ja, mit Absicht auch mal über die Grenze geht. Er hat jeden Mittwoch eine Satire-Show, Protestrauchen mit Oregano und ähnliche Geschichten. Ein Unikum der deutschen Legalisierungsszene und der einzige Mensch, dem ein Bad an der Hand festgewachsen ist. Lars Knacken, viel Spaß damit. Ja, vielen Dank. Danke. Danke, danke, dass ich hier die Möglichkeit habe zu sprechen. Und ja, es ist tatsächlich so. Ich rauche jeden Mittwoch von 7:45 bis 9:15 mindestens 2 Stunden lang Bongs im Internet. Oder ich schmeiß mir auch mal einen Trip oder andere Sachen, ne? Also kann man machen. Ihr könnt das live verfolgen, dass ich noch nicht gestorben bin. Mir geht's gut, ne? Was ich aber sagen wollte, es gibt auch Menschen, denen es schlecht geht, ne? Also auch wenn es mir gut geht, gibt es genug Menschen, denen es schlecht geht. Da hinten, da oben, da unten, ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass vor 2 Wochen mal wieder ein Mensch in Deutschland erschossen worden ist, ja, weil er Cannabis konsumiert hat oder weil er Cannabis verkauft hat oder warum auch immer. Cannabis! Auf jeden Fall ist es so, dass die Polizei schon 2 Stunden auf ihn gewartet hat, vor seiner Haustür oder der Haustür seiner Freundin, und als er dann nach Hause gekommen ist, wurde er ja, behelligt, wie man das so schön sagt, und als er dann flüchten wollte, wurde ihm von hinten in den Kopf geschossen. Dieser Mensch hat vor 5 Jahre lang im Gefängnis gesessen, ich schätze mal wegen Marihuana, ja? Auf jeden Fall wegen Drogendelikten. Das ist falsch. Jeder Mensch, der im Gefängnis sitzt, ist ein Mensch zu viel. Ganz egal, was er konsumiert hat. Ganz egal, was er konsumiert hat. Für jeden Menschen, der im Gefängnis sitzt, gibt es wahrscheinlich andere Menschen, die außerhalb des Gefängnisses nicht mehr klarkommen ohne den Menschen. Kiffer sind Familienväter. Kiffer sind Söhne, Kiffer sind Kinder, Kiffer sind Eltern, Kiffer sind Großeltern, ja? Wir alle sind Kiffer. Kiffer ist kein schlimmes Wort, Kiffer ist eine, wie soll ich sagen, es ist eine Ehre, ja? Ein Kiffer zu sein ist eine Ehre, absolut, ja? Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, nicht so viele lesen hier amerikanische News oder englische News. Es ist festgestellt worden, aber nicht in Deutschland, sondern in Amerika haben die festgestellt, dass kleine Mengen Alkohol schon große Psychosen auslösen können. Ja, also kleinste Mengen Alkohol lösen Psychosen aus. Ey Digga, halt mal bitte deinen Rand kurz. Nur kurz. Danke. Die Sache ist halt einfach, ja, ihr seht selber, man soll nicht alle Drogen nehmen, die man nehmen kann. Und vor allen Dingen nicht in allen Mengen. Ja? Es ist vor allen Dingen aber gut, wenn man Abwechslung hat. Ja? Abwechslung, so wie es hier viele verschiedene Hautfarben gibt, ich hier Abwechslung sehe, ich hier viele tolle, schöne Menschen sehe, brauchen wir auch Abwechslung bei den Drogen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns die ganze Zeit mit dem Scheiß Alkohol berauschen müssen. Okay, immer Mittwoch, 20 Uhr, ja, Lars Knacken. Lars Knacken! Lars Knacken!